Herzlich willkommen hier bei Minecraft. Gut, da hat das Upgrade Hammer. 41 Stück und jetzt kann man hier einfach überall eins drauf machen und wir sehen, da unten entsteht ein Balken dadurch. Und der zeigt es an, wie voll die Draws sind hier. Wenn wir mal was aufpacken. Der Vorteil, wir sehen dann auf einen Blick, ob hier alles voll ist oder da noch genügend Speicher ist oder welcher bald voll wird. So. Zwar kann man da nicht viel was erkennen, aber okay. Na, echt nicht. Aber es funktioniert. Das ist wichtig. So, das haben wir ja auch gehabt. Da werden wir trotzdem damit den Enrichment Chamber arbeiten, denke ich mal. Da wird es uns mehr bringen. Irgendwie creepy aus, weil hier unten ein Streifen ist, da oben ein Streifen. Wir hätten sie aber ruhig ein bisschen länger machen können. Werden wir gucken, ob ich die Textur anpassen kann. Aber wenn ich die Textur ja vergrößere, wird auch der Strich größer und man sieht schneller etwas. Hier wird wahrscheinlich ein ganz kleiner Strich sein, was man gar nicht sehen will. Daher auch doof. Gut. Dann wird unsere nächste Aufgabe sein, mal die hier reinbringen. Das packen wir hier oben rein, dass wir da ein bisschen was haben. Lapis. Jetzt mal nicht. Zum Groben und Ganzen haben wir jetzt mal die wichtigsten Items ja sortiert. Dann mal gucken gehen, ob wir noch ein paar Items haben, die wir sortieren müssten. Was ein bisschen für uns ist. So, Lapis haben wir ja. Was wir so wirklich öfters brauchen. Das eventuell. Aber gar nicht brauchen wir, gar nicht brauchen wir. Osmium eventuell? Ja, Osmium können wir auch nehmen. Das ist Bauxit, brauchen wir nicht. Das ist Appetite, brauchen wir nicht. Kohle haben wir schon, haben wir schon. Haben wir schon, haben wir. Uran wäre eventuell noch was. Brauchen wir da nicht viel, aber. Es wäre was. Ist Tom 2. Osmium. Osmium wäre so eine Sache, die hätte ich gerne hier unten drin. Und Uran auch. Und den Black Quarz. Hier oben ist ja so ein bisschen alles, was wir so und sind Erze, die hundertprozentig zu Ingots werden. Hier oben sind so Sachen, die alle droppen können. Jetzt für mich privat, also oben kommt dann einfach alles irgendwie rein, das ist ja dann egal. Wie gesagt, es geht jetzt einmal darum, was ich hier so. Und die zwei brauchen wir auch noch. Mal gucken, wo wir die noch hinklatschen. Dann haben wir natürlich hier noch jede Menge Zeugs. Was irgendwo hingehört. Das. Dann haben wir ja das. Wo sind die anderen Teile? Das. Das ist Dubarz. Ne, Dubarz brauchen wir noch nicht, aber das brauchen wir. Weil das ist Projekt Red. Das ist Projekt Red und das ist Projekt Red. Ne, das ist Draconium. Mein Gott, okay. Wir haben so Blendy. Da fehlt noch ein Dr. Okay, und im Ohr. Okay. Mir fehlt noch ein Projekt Rettor. Das? Das? Ruby. Wir haben so Blendy. Okay. Das hat er falsch gemacht. Ruby möchte ich von. Projekt Red. Weil das. Das kenne ich von der Textur, ja. Und das können wir halt. Aber wenn wir das im Biom so Blende machen, hätten wir schöne Texturen, oder? Ja, stimmt auch, ja. Wenn wir das im Biom so Blende, dann haben wir schöne Texturen. Das nicht, aber das. Kann man das eigentlich auch noch irgendwie umändern? Nee. Was? Dann. Ein bisschen einsortieren. Wir brauchen jetzt. Saphir und Ruby. Wo ist Ruby da? Die zwei kommen noch. Da und dahin. Und da hinten dann. Warte, was habe ich hier? Ruby? Das ist Draconic jetzt. Warte, nicht. So. Hier kommt Saphir hin und Draconic können wir hier hinten klatschen. So, dann haben wir die zwei noch. Ja. Hier und der Rest ergibt sich dann eh.
Also ist Elektro-Dingsbums. Warte mal, da ist Elektro hin. So. So. Und das Drakonik-Ingot drüber. Weil das ja auch zu das. Dann machen wir das so. Hallo, auch so. Aber dann machen wir dann hier hin und hier oben das hin. Wenn nicht so oft brauchen. Genau, dann kann man den absperren und den wieder absperren. Genau, aber das sind alles, was droppen. Hier droppt auch noch. Zwar, wie gesagt, ist es ja so gesehen egal, aber ich hätte trotzdem ein bisschen. Ein Dings hätte ich schon noch gern. Bla, Keks, Keks, bla, ja, okay. Jetzt wird es natürlich interessant. Wir haben ja hinten so eine komische Ender Chest. Okay, da ist nichts drin. Gut, das ist die blaue. Blaue ist ja nur mit unserer Enderbaum verbunden, gell? Nein. Die blaue ist nur mit dieser Baum verbunden. Perfekt. Gut, so können wir das machen. Perfekt. Dann gehen wir hier. Sagen dann hier hinten. Genau die andere Richtung. Hier Extract. Eure ist aktiv und hier Insert. Ist nichts drin, gell? Insert. Dann zieht alles raus. Dann gehen wir rüber in Home. Hier hinten rein. Und sagen hier. Das da. Dann ist hier alles drin. Eine Pipe. Item. Hier hin. Und sagen, du. Disabled. Du. Geht nicht so. Ah, okay, passt. Insert. Und du. Extract. Always. Geht alles hier raus. Hier rein und lädt das sozusagen vorne rein. Hier rennt es noch mit mehr. Und auch von anderen laden wir alles raus. Dann schauen wir mal, ob wir da Speed-Upgrades kriegen. Nein. Lass uns noch ein paar Rezepte machen mal für die Speed-Upgrades. Weil die sind schon interessanter, die Speed-Upgrades. Von NDIO, weil die werden wir immer wieder brauchen. Da hier die. Keine Bretter mehr. 10 Stück bitte. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht, weil ich glaube, Pisten können wir auch kraften, ja. Und Electrical Steel. Können wir auch kraften. Das heißt, da haben wir alles. Brauchen wir das Endrezept. Oh Gott. Irgendwann muss ich mal aufräumen. Bin aber echt zu faul dazu. Dann kann man hier sagen, Speed Upgrades. Läuft davon mal 64. Mal was zu tun. Ja, jede Menge anscheinend. Ich kann lieber noch Speedcards rein. Da habe ich hier rein getan. Speed. Damit die schneller exportieren. Man sieht, das ist schon ein bisschen langsam. Die Maschine sind fast schneller als wieder oben. Das haben wir. Dann von der Zeit her haben wir jetzt 8 Minuten irgendwas. Gut, dann gehen wir noch mal schnell schlafen. Das ist jetzt die Folge 83, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, wir haben ja bald die 100 geknackt. Dauert ja nicht mehr so lange. Ja, für euch noch länger, für mich nicht so lange. Ich nehme ja ein bisschen die Voraus auf. Ein bisschen, ja, ein bisschen länger, aber nehmen wir auf. So. Das wird ein Großprojekt. Wir werden das Ganze hier mal komplett abreißen und komplett von null anfangen. Und da müssen wir uns dann auch gleich mal einen Platz suchen. Selbst schuld, sage ich nur dazu. Zu den Typen also. Wir haben hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Wir haben die 20 Blöcke, wäre ideal. Raum, der 20 lang ist. Und dann dreimal die Maschinerie reinbauen, weil wir brauchen das ja verschiedenes. Das wird ein großes Projekt, aber das hätte ich schon gern. Einmal hätte ich es gern mit Cobblestone eben. Einmal mit Dust. Einmal mit Endsachen. Das heißt, dreimal müsste man die Maschinerie bauen. Oh, aufwendig. Aber 4 haben wir zum Schluss alles. An Ressourcen.
Was wir dann noch brauchen ist Emerald. Die kriegen wir ja auch irgendwo raus. Emerald kriegen wir ja daraus aus Gravel. Und das gar nicht mal zu wenig. 1% Chance. Ist gar nicht zu wenig, Leute. Da kann ich nichts sagen. Ist relativ viel, 1%. Diamant auch. Das heißt, wenn wir Gravel 7, okay. Das war's. Also können die eigentlich diese Upgrades hier bauen? Bam 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 bam. Sticks. Öfter davon mal einiges. Dann haben wir Upgrade. Lassen wir davon auch nichts mehr, dann macht er auch mal 64 davon. Dam 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 dam. Wie ist geil. Was macht er überhaupt? Er macht Sticks. Okay. Dann soll er halt machen. Soll glücklich werden dabei. Dann lass mal die Storage Upgrades hier. Bei dir nicht. Ah, ja. Dachte mir gerade, wo die hin sind. So, 37. Hört sich nicht so schlecht an. Ein Grieß bei 13. Wir haben keine Sticks mehr. Dick. Kraft noch mal ein paar. Hopp, hopp, mach mal, Junge. Du hast ja überfordert mit seinem Leben, aber egal. Können wir was machen. So, 64 und ein paar. Wie viel Emeralds haben wir noch? Emeralds, 67, okay, nicht mal so viel. Aber jetzt können wir ohne Probleme hier überall eins rein tun. Habt ihr gesehen? Das war voll. Hätte ich vorher noch mal genauer zeigen sollen. So. So. Jetzt haben wir überall eins rein, aber es brauchen wir nicht. Wir sind mal Redstone, ist ein bisschen angekratzt, wenn das Upgrade rein tun ist. Leer. Da, da. Hä? Wir können ja überall mehr Upgrades rein tun, das ist das wenigste Problem. Warum aber vorerst mal nicht, dass wir dann immer nach und nach, je nachdem, was wir viel haben werden, wenn wir am Anfang über mal Eis rein tun. Beispiel Eisen haben wir schon 2300 drin. Okay. Wird sich schon wieder langsam, das sieht man in Balken. So, was haben wir hier eigentlich hin drin, was sich schon staut? Nix dabei noch. Was machen unsere Speed Upgrades? Wir haben schon 19 Stück, okay, perfekt. Also wir können hier schon mal ein paar reinklatschen und sagen 5 Stück. Dann geht er schon mal um einige schneller. Um 8 Stück. Und dann gehen wir nach Hause und klatschen drüben auch noch ein paar rein. Das war hier 11 Stück Regale. Ballert da voll die Kiste. Und dann können wir das irgendwann mal sorglos abreißen. Wir können hier dann, weiß gar nicht, was. Okay, hier dürfen wir da. Aber da, auf der Rückseite hier mal den deaktivieren. Aber dann die einzelnen Items rausnimmt auch. Keine Ahnung. Sonst hat er immer das Ghost Item drin. Ist auch egal. So, die Wand füllt sich noch nicht wirklich. Eisen ein bisschen. Hat er wahrscheinlich irgendeinen Stau? Nee, eigentlich nicht. Das ist Kupfer. Kupfer ist da drüber. Braucht halt natürlich. Kupfer ist. Macht er schon. Wir haben ja jede Menge. Das darf man auch nicht vergessen. Wir haben ja jede Menge von diesen Erzen. Dann nur ein bisschen darauf achten, dass sie nicht voll ab. Sonst müssen wir halt noch ein Upgrade rein tun. Ist auch kein Problem. So, und das gleiche müssen wir dann auf der anderen Seite nochmal bauen für Items wie Diamanten, Redstone, alles was wir hier so haben. Dann das Endprodukt davon. Wenn man es genau nimmt, genau dieselbe Maschinerie wie hier, nur als Endprodukt. Gott, oh Gott, also. Wird ziemlich aufwendig werden, aber interessant, interessant. Könnt ihr rein durch überall ein Item rausnehmen, das durchverarbeiten. Und drüben reinpacken und dann in dem E-System sagen, alles hier rein.
Was du findest, Junge. Macht er jetzt? Macht er jetzt Kohle? Ja, macht er Kohle. Gut, der Band hat er auch noch da. Appetite kann er natürlich jetzt einordnen. Tupac. Was kann man glaube ich auch nicht einordnen, oder? Das können wir mal vorgeben. Weiß nicht, Tupac? Ist das ein Erz, was irgendwas gibt, oder? Okay, das. Dann tun wir Tupac hier hin. Appetite gibt uns auch was. Das ist Tupac. Darum geht's eher. Was kann man aus Tupac machen? Interessant. Was kann man aus dem machen? Geomfeiner. Geomfeiner. Enderportal. Mhm. Was Ender Dingsbums? Gar nicht. Ender. Irgendwas kostet. Okay, egal. Mach was du meinst. Hab das, lässt mich in Frieden. So, was haben wir noch so, was er nicht kennt? Dieses resonante Ohr und Dimension Shards. Dimension Shards ist auch ein Drop-Ding. Also ich glaube auch ein Drop-Ding, oder? Ne, das ist ein Block. Block kommt oben rüber dann wieder. Was haben wir sonst noch so? Nickel ist ein Block. Bauxit ist, ich glaube, Drop. Perdito. Scheiße, da ist das, was ich gemeint hatte. Das war das dritte, was mir gefehlt hat. Na egal. Ich glaube, Bauxit droppt auch etwas. Nein, Bauxit ist Block. Nickel ist auch Block normal, ja. Nickel gehört aber eher zu Erzen, aber ist auch egal. Da oben. Da ist auch nochmal Nickel. Okay. Perfekt, das heißt, wir haben alles hier drin jetzt. Alle Erze, die wir so haben, haben wir hier drin. Das heißt, es fehlen sogar noch einige Sachen. Also wir haben noch keinen Platz, so meine ich. Cool, das heißt, wir können das wieder abbauen hier. Beziehungsweise, ne, abbauen ist halt eine Sache. Leute, können wir es lassen. Wenn man dann die Quere oder sowas nochmal aufstellen? Nee, nee. Komm mal. Komm mal. Okay, willst du mal bauen? Ja. So. Perfekt. Da haben alle unsere Erze hier drin. Ich weiß gar nicht, ob mein ME-System auch noch Ohr haben. Ja, wir haben ja noch. Das da muss man auch mit reinbringen. Das ist ein Drop-Ohr, das kommt dann aber. Das ist dann Nether und sowas, das wird da oben hinpacken. Hier haben wir 23. Dann würde ich aber das auch da oben hinpacken. Weil das. Lass mal sagen. Oben sind die anderen Dimensionen, aber hier kommt leider noch Drakonik-Ingot. Den wir auch noch haben werden. Das kann man das mal wegmachen. Das hier rein und hier rein, da. Genau, das ist ein bisschen sortierter. Da wissen wir, was die Reihe ist, hauptsächlich andere Dimensionen. Ja, man, die Menschen schaut gerne auch in andere Dimensionen, aber es ist halt normales Erz hier ist wirklich, das gibt nur in Neta. Was haben wir noch an Ohre hier? Ja, nur die. Ja, Neta-Quarz und den Mist. Was haben wir jetzt dann genommen? Das brauchen wir nicht. Das. Jetzt können wir rein theoretisch hier hinten einfach rechts drauf machen. Alles, was er irgendwie einsortieren kann, zieht ihr da ein. Und jetzt haben wir hier oben Neta-Quarz. 90. Wir hier auch mal rausnehmen wieder. Auch da oben reinklatschen. Perfekt. Jetzt haben wir keine Erze mehr. In unseren. Hallo? Unser ME-System. Natürlich noch die ganzen Hexen, Hilo, Dust und Gedöns. Da was kann man brauchen. Iridium. Werden wir auch brauchen noch. Quantum. Das wäre so ein Thema, wo ich sage, was wär's. Aber in diesem Sinne, mach's gut, bleibt dran, bis zum nächsten Mal. Tschüss.